Habt ihr schon mal ein Buch gelesen mit einem schlechten Ende? Oder einen Film geschaut mit einem schlechten Ende? Das spricht uns nicht an. Sowas mögen Menschen normalerweise nicht. Das Ende sollte irgendwie gut sein. Und wie schön, dass wir in der Bibel auch diesen Grundbedürfnissen nachkommen können. Die Bibel endet wunderbar im Himmel. Ja, und das ist ein perfektes Ende. So im Neuen Testament am Ende. Aber auch im Alten Testament endet sie sehr positiv. Wenn wir die letzten Verse anschauen im Alten Testament, dann gibt es auch ein gutes Ende, aber eher hier für das Volk Gottes. Da sind die letzten Worte in Maleachi 3, Vers 22. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, den ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Gott möchte uns bewahren vor dem Bann, ja, und er bereitet ein Volk vor. Teilweise wurde es im Neuen Testament durch Johannes den Täufer erfüllt. Da steht in Lukas 1, dass dort ein Volk vorbereitet wird. Aber wann kommt der größte, furchtbarste Tag? Ich glaube, dass es auch eine endzeitliche Bedeutung hat, die wir in diesem Text lesen. Könnte es sein, dass wir heute in einer Welt leben, wo die Herzen der Väter mit den Herzen der Söhne distanziert sind, vielerorts? Kann das sein, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen? Ich habe gelesen, in Österreich werden allein 40% der Ehen geschieden wieder, in Oberösterreich 44%. In Deutschland ist die Rate zwischen 40% und 50% werden die Ehen geschieden, bis zur Hälfte der Ehen. Aber auch die Ehen, die zusammenbleiben, sind nicht immer die glücklichsten, sind nicht immer verbunden mit ihren Herzen. Wie sieht es in unseren Gemeinden aus? Sehen wir einen ähnlichen Trend? Ich muss leider feststellen, und das ist sehr schmerzhaft, dass ich oft viel Schmerz auch in den Gemeinden höre, dass viele Herzen nicht verbunden sind. Aber Gottes Ziel vor dem großen Tag des Herrn ist, die Familien zu heilen. Vom Kopf her, Vater wird als Haupt oder der Familie genannt. Von da beginnt's mit den Vätern und Söhnen, sagt die Bibel. Es ist eine Endzeitbotschaft, die wir hier lesen. Eine Endzeitbotschaft, in der wir aktiv mitmachen können. Liebe Männer, liebe Söhne, heute geht es um euch. Auch die uns über Fernsehen bzw. über Internet anschaut. Es geht um euch, liebe Männer, und euch, liebe Söhne. Aber irgendwo auch um die Frauen, um die Mütter und die Töchter natürlich. Das ist nicht losgelöst. Aber wie geht das? Wie kann man die Herzen der Väter zu den Kindern zusammenbringen, verbinden? Was ist ein liebevoller Vater? Wie kann ich einer werden, wenn ich es nicht bin? Oder wenn ich selbst keinen guten Vater gehabt hätte, wo ich das gelernt habe, wie sich Herzen verbinden? Wodurch werde ich ein guter Vater? Wie kann man es lernen? Diese Frage erinnert mich an eine sehr alte Geschichte in der Bibel, in den Richterbuch. Dort kam eines Tages ein Engel von Gott gesandt zu einer Frau, die unfruchtbar war, und sagte, sie wird einen Sohn, sie wird gebären. Und diese Frau geht sofort zu ihrem Mann und erzählt ihm. Aber interessant, was sie ihm erzählt. Sie erzählt ihm, wie herrlich der Engel war. Also natürlich, dass sie gebären wird, aber auch, wie herrlich der Engel war, was für eine Erscheinung. Und sie hat sich nicht getraut, nach seinem Namen zu fragen. Der Engel hat sie unglaublich fasziniert. Interessant, der Vater, zukünftige Vater, der Mann, reagiert ganz anders. Der sagt in Richter 13, Vers 8, da betete Manoach zu dem Herrn und sagte, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch noch einmal zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen, damit wir den Jungen, der geboren, also was wir tun sollen mit dem Jungen, der geboren wird. Der Vater ist nicht so vom Engel fasziniert, sondern seine große Frage ist, was sollen wir tun? Kommt der Engel und hilf uns nochmal pädagogisch. Interessant. Was sollen wir tun? Haben wir heute jemanden, der uns sagt, was wir tun sollen als Väter? Gibt es so jemanden? Wie können die Herzen der Väter mit ihren Kindern verbunden werden? Hat jemand den Schlüssel heute, so wie damals der Engel? Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ja, es gibt jede Menge Schlüssel hier drin, die uns gegeben worden sind.
uns als Väter auch. Die Bibel hat es. Die hat den Schlüssel der Erkenntnis, auch in dieser Frage. Aber nicht nur die Theorie, nicht nur die pädagogisch-psychologischen Ratschläge. Sie gibt uns das Vorbild auch. Gott selbst wird in der Bibel von Anfang an als Vater dargestellt. Und so können wir am Modell lernen, was ein guter Vater ist. Ist das nicht schön? Er wird der Vater genannt, nachdem jede Vaterschaft überall genannt wird. Liebe Väter, liebe Söhne, auch Töchter und Mütter, ich möchte euch die Angst nehmen. Ich glaube, das ist nicht etwas sehr Schweres, was nicht erreichbar ist, wo ihr dicke Wälzer jetzt psychologische, pädagogische lesen müsst. Ich gebe euch heute nur 4 oder nur 3 Prinzipien, die eure Beziehung wunderbar, auf wundersame Weise verändern können. In die Richtung, wie es die Prophezeiung sagt. Das ist eine Endzeitbotschaft, die wunderschön ist. Was ist der Schlüssel? Was benötige ich? Erstens, oder Nummer 1, man könnte sagen Nummer 0, weil das erste heißt, du musst zu Beginn fast nichts tun als Vater. Zu Beginn funktioniert es fast wie alleine. Das ist die gute Nachricht. So hat es Gott eingerichtet, automatisiert. Er wollte es uns Vätern auch so einfach wie möglich machen, da einzusteigen, ein guter Vater zu sein. Er hat es genetisch, vollautomatisch programmiert in die Gene der Kinder. So ähnlich wie bei der Frau. Wenn wir die Frau unseres Lebens gesehen haben, da müssen wir nicht viel nur nachdenken. Es passiert, wir verlieben uns. Ja? So hat es Gott gemacht. Und da passiert hormonell viel, Neurotransmitter, Glückshormone und so weiter. So auch mit den Kindern. Mit den Babys, Gott hat es so gemacht, dass sie uns sofort irgendwie erreichen, unsere Herzen. Der hat sie äußerlich so gemacht, die Babys. Sogar in der Tierwelt, schauen wir uns mal was an hier. Wir haben schon vorher einen kleinen Blick genommen bei der Kindergeschichte. Lass uns jetzt die Folie 2 sehen. Ich kann es ja selbst. Genau. Schaut euch mal diesen Kleinen an. Ja, ich habe ihn mal in Stuttgart gefilmt vor vielen Jahren. Schaut mal, wie er sich renkt, der kleine Wilbert. Ja? Wie süß die Tiere sind, wenn sie klein sind. Ja? Da, schade, dass ich eure Münder jetzt nicht sehen kann. Normalerweise, wenn ich ins Publikum schaue, sehe ich schon, bei vielen geht es tatsächlich, verändert sich was. Oder eine Studentin hier hat letztes Jahr mir gezeigt, ihre Aufnahmen von den Küken. Ja? Die Kleinen, die sind ganz besonders süß. Ja, wir sagen, ach wie süß, ja, und sie erheitern uns. Schon bei den Tieren, vielen Tieren hat das Gott so gemacht, dass sie uns begeistern. Ja, da kommen wir später dazu. Gott hat das sogenannte Kindchenschema, hat man das in der Biologie genannt oder Verhaltensbiologie. Das Kindchenschema, Konrad Lorenz hat schon vor Jahrzehnten, 50er, 60er Jahre, glaube ich, aufgezeigt, dass dieses Schema der Kinder, auch unsere Babys haben, dass große Augen, hohe Stirn, kleine pummelige Körpergliedmaßen. Sie sprechen uns tief an und machen automatisch, geben uns Zuwendung, Fürsorge, Liebe und Schutz. Da müssen wir gar nicht machen, das passiert mit uns. Später haben die Forscher gezeigt, dass in Sekunden schnelle Oxytocin, ein Hormon in uns ausgeschüttet wird, wenn wir das oder ein Baby sehen. Und da kriegen wir Liebesgefühle. Es passiert wie von alleine, wir müssen es nur anschauen. Gott hat so viel hineingelegt in das Kind. Aber das ist nicht das Einzige, das Kindchenschema. Zweitens, Gott hat in sie ein Magnet reingegeben. Die Babys sind wie magnetisiert. Sie wollen uns sehen, unser Gesicht und unsere Stimme, uns berühren. Das ist in sie reingegeben. Die Psychologen haben das in den letzten Jahrzehnten untersucht und sprechen von einer Präferenz, angeborenen Präferenz für menschliche Stimme und menschliches Gesicht. Und wir wissen das, wenn wir sie genau beobachten. Aber sie sind so weit gegangen, haben 6 Wochen alte Babys untersucht, in Bilder gezeigt, wo angedeutet wird ein Mensch. Sie sehen ja noch nicht scharf in dem Alter. Ja? Und sie orientieren sich immer sofort zum Menschen, viel mehr als zu anderen Tieren oder anderen Dingen. Sogar ganz Neugeboren hat man gezeigt. Die konnten noch nichts lernen. Sie wollen mehr das menschliche Gesicht sehen. So hat Gott das programmiert. Wunderbar, was Gott tut. Und nicht nur das, nicht nur, dass sie uns gern sehen, unseren Mund, unsere Sprache hören, sondern sie wollen uns nachahmen. Und das sehen wir auch sofort bei den Kindern, bei den Babys.
Ja, und die Verhaltensforscher sind noch weiter gegangen und haben ganz frisch geborene Babys angeschaut und ihnen zum Beispiel Ohrmund gezeigt. Ja, und sie versuchen schon nachzumachen. Oder die Zunge rausgestreckt, sollte man ja nicht machen so als Erwachsener. Aber die Babys finden das lustig. Und sie beginnen schon neugeboren die Zunge rauszustrecken. Das spricht, dass Gott es programmiert hat, genetisch. Aber nicht nur das, sondern Gott hat auch intuitives Elternverhalten, auch uns hat er programmiert, auch uns als Väter. Man spricht vom sogenannten intuitiven Elternverhalten. Wisst ihr das, wenn man beginnt so zu Lalllaute zu machen? Mama, Papa, Lalla und, ja, und diesen Singsang redet. Hört euch mal die Sprache an, wenn die Väter dann, auch die Techniker, die sehr technischen Väter, auch sie beginnen automatisch mit den Kindern anders zu reden als mit Erwachsenen. Ja, und wir finden es lustig, wir reden anders. Wir reden nicht in so einer gehobenen Sprache wie jetzt hier hinter der Kanzel. Wir verändern und das ist angeboren, sagen uns die Forscher. Nicht nur das. Sie witzeln mit den Kindern. Schauen wir uns mal dieses YouTube-Video an. Es gibt ganz viele, das nicht YouTube, das ein Verwandter von mir hat mir neulich ein Bild geschickt. Lass uns das anschauen. Dass ihr seht, was ich meine. Ihr seht, man muss gar nicht viel machen. Man nimmt die Flasche und schüttelt sie, macht irgendeinen Quatsch und die Babys finden das lustig. Ist unser Gott nicht genial? Ist unser Gott nicht genial? Wie er sie gemacht hat, wir müssen nicht viel wissen, wie man umgeht. Wir Väter, es passiert automatisch. Das ist wie ein Vorschuss. Kennt ihr noch die alten Brunnen, die älteren unter uns, wie man mit so einem mechanischen Brunnen Wasser geschöpft hat? Bevor der Brunnen funktioniert hat, musste jemand ein bisschen Wasser oben reingehen. Erst dann pumpe ich, wenn ich dran arbeite, und dann kommt richtig Wasser von unten raus. Das kommt mir so vor, als hätte Gott, gibt uns Vätern dieses erste Wasser, ja, und Müttern. Und auf einmal, ja, dann beginnen wir und dann beginnt es. Aber wir müssen dranbleiben, wir müssen lernen. Ja? Das ist ein Vorschuss. Heute gibt es manche Computerspiele und so weiter, kriegt man so ein Gratisspiel oder was anderes. Ja? Damit lockt man uns an und will man uns die Freude machen, ja? Dass wir dann drinbleiben. Das ist nicht immer gut. Ja? Aber versteht ihr, dieses Gratismodell gibt Gott uns auch bei unseren Babys, bei unseren Kindern. Das läuft so schön, aber in der Zeit sollten wir die Liebe bekommen und das Baby kennenlernen, damit es dann, dieser Vorschuss dann sich weiterentwickelt. Also die ersten Monate müssen wir nicht mal viel tun, das läuft automatisch. Aber der Schöpfer wollte nicht, dass es nur so bleibt, dass es immer nur automatisch gehen wird. Ja, so von selbst. Er wollte, dass wir als Väter kreativ werden, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen, dass wir versuchen, unser Baby zu verstehen. Ja, Babys sind keine Apple- oder Dell-Computer mit Windows- oder OS X-Software, die alle im Prinzip gleich laufen. Ja, es gibt wenig Variationsraum. Sie sind so gemacht, dass sie nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, dass sie kleine Persönlichkeiten sind, individuell, einzigartig. Und wenn wir uns vergessen, da weiterzuentwickeln als Väter mit diesem Vorschuss, dann merken wir, dass je mehr sie individuell werden, Individualität zeigen und wir uns nicht beschäftigen, dann merken wir auf einmal, es interessiert sie nicht mehr, unser kleines Späßchen, die wir machen. Sie distanzieren sich von uns, wir verlieren sie. Wir verlieren diese Herzensbeziehung. Und das passiert oft. Aber jetzt würden manche Väter sagen und haben mir gesagt, ja, aber wie kann ich das lernen? Ich habe nie einen Vater gehabt, der mit mir viel gemacht hat. Wie kann ich das lernen? Ohne Vorbild, wenn ich kein Wissen habe. Und die Kinder werden mit der Zeit komplexer. Es reicht nicht mehr aus, so ein bisschen hier die Flasche zu heben, dass sie lachen und Spaß dran haben. Es reicht nicht mehr aus. Was soll ich dann tun? Manche Väter verlieren nach 1, 2, 3 Jahren die Ideen, die Freude. Sie sind hilflos. Manche spätestens, wenn die Schule kommt oder die Pubertät, merken sie, ich komme nicht mehr an als Vater. Und spätestens dann, wie man Noach, sagen sie, was soll ich mit dem Jungen tun oder mit der Tochter? Was soll ich tun? Und schaut, hier hilft uns die Bibel. Ich möchte einige biblische Tipps, nur 3,
euch geben, die auch jetzt, später, eure Beziehung total verändern können. Nummer eins, sei freundlich, bleibe freundlich. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis, schon bei den Babys, bei Jungs, bei Mädchen, auch bei Erwachsenen und alten Menschen, die Freundlichkeit zu erleben. Das brauchen wir alle, das ist ein Basic des Lebens, damit wir uns glücklich fühlen, freundlich zu sein. Was war Nummer eins von dem, was David von Gott wollte? Also wir haben auch ein Psalm, wo das so ein bisschen rauskommt. Im Psalm 27, Vers 4 sagt David, eins habe ich von dem Herrn erbeten und das bittet er. Ich trachte danach zu wohnen im Haus des Herrn, alle Tage meines Lebens. Warum will er in sein Haus, in seine Wohnung? Um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Merkt ihr, das ist wie eine Hausatmosphäre, die uns beschrieben wird, die David beschreibt. Weil er sagt, in diesem Haus Gottes ist die Freundlichkeit und ich liebe die Freundlichkeit Gottes. Das ist eine Atmosphäre. Was sagt Mose? Mose im Psalm 90. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sie sei über uns. Und festige über uns das Werk unserer Hände. Die geht auf meine Werke über. Sie geht auf mein Handeln. Die Freundlichkeit, die wie ein Dach ist. Merkt ihr, wieder eine Atmosphäre, spricht auch Mose. Und er betet. Das heißt, man kann beten für diese Freundlichkeit. Sie ist aber auch eine Frucht des Geistes. In Galater 5 lesen wir, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Ich kann beten. Ich kann sie annehmen, sie geschenkt bekommen. Ich kann sie aber auch abschauen. David möchte auch schauen. Ich kann lernen am Modell. Und ich muss sie auch einüben. Freundlichkeit muss auch geübt werden. Alles Gaben, die uns Gott schenkt, die Geistesfrüchte wachsen. Und da müssen wir mitarbeiten. In Kolosser 3 steht, zieht an, ja, die herzliche Erbarmung Gottes, die Freundlichkeit. Zieht an, das ist wie ein Anziehen einer Uniform oder was auch immer. Das ist Übung, das muss man üben. Beginnen wir einfach diesen Punkt zu sehen. Schaut mal, es beginnt ganz einfach, es beginnt äußerlich. Wir haben ungefähr 300 Muskeln, wenn wir lachen, arbeiten 300 Muskeln, mit den Tränenmuskeln und all dem ungefähr 300 Muskeln, wenn wir lachen. Beim Freundlichsein ist es bestimmt nicht so viel und nicht so stark. Ja? Das ist Muskelübung erstmal, versteht ihr? Wenn ich mich innerlich entscheide dafür, ich übe meine Muskeln einfach freundlich zu sein und nicht immer schlecht drauf. Das ist keine schlechte Übung. Viele Männer gehen ins Fitnessstudio und pumpen ganz schwere Muskeln, aber diese sind sehr kleine Muskeln. Aber das muss geübt werden, die Freundlichkeit, diese paar Muskeln. Und da gibt es auch viele Experimente in der Psychologie, sogar in der Hirnforschung hat man untersucht, im MRT, also im Magnet, also mit Methoden, wo man ins Gehirn reinschaut und hat gesehen, dass wenn Menschen Bilder sehen mit freundliches Gesicht, dass sie besser lernen. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Wenn wir ein freundliches Gesicht lernen, lernen wir automatisch besser. Das kann man sogar im Gehirn sehen, in gewissen Arealen. Sie sind besser eingeschaltet. Also liebe Lehrer, aber hier seid ihr alle freundlich. Übt Freundlichkeit. Und wenn ich sie vergesse, sagt mir das bitte. Sei freundlich, werde ich besser lernen. Ja? Das ist wichtig. So hat uns Gott geschaffen. Schaut mal, was Gott auch uns Ratschläge durch seine Propheten, auch für uns, auch für die Endzeit gibt er uns spezielle Verfeinerung der biblischen Prinzipien. Da sagt, da lesen wir, ein Glück fängt zu Hause an. So trägt auch der Vater sein Teil dazu bei, dass die Familie glücklich wird. Er hüte sich davor, dass seine Geschäftssorgen die Familie überschatten. Er sollte mit frohem Gesicht nach Hause kommen und für jeden ein freundliches Wort. Jetzt geht's weiter. Also ein Freund. Sie sagt nicht 1000 freundliche Worte. Ein freundliches Wort. Frohes Gesicht. Merkt, es beginnt langsam. Er ist müde auch wahrscheinlich. Ja? Wie sehr der Vater auch von seinem Beruf in Anspruch genommen wird, er sollte mit derselben Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit nach Hause kommen, die er tagsüber den Besuchern und Fremden entgegenbringt. Wow. Nicht nur in der Firma brilliere ich, am Arbeitsplatz und zu Hause habe ich keine Kraft mehr. Ja, oft bleibt keine Kraft mehr. Oft habe ich kein Vorbild als Vater gehabt.
Ich brauche Vorbilder. Ich möchte euch noch ein Vorbild praktisches geben. Und das hat unser Hope-Sender, Hope TV, also Stimme der Hoffnung, mit weltweiter Kooperation einen Film gemacht und den möchte ich allen Vätern ans Herz legen. Da müssen wir den sehen. Genau, Väter, der Dokumentarfilm. 6 Väter, 6 Kulturen, 6 Lebensweisen, eine gemeinsame Erfahrung. Ein Dokumentarfilm über Vaterschaft. Der redet jetzt nicht viel wissenschaftlich, er zeigt. Er beginnt morgens, wie Papa weckt die Kinder, wenn er zu Hause ist oder noch zu Hause ist. Wie liebevoll, wie er Küsschen gibt, wie er sie berührt, wie er sie kümmert, bei kleinen Kindern, auch bei größeren, bis zu Teenagern und Jugendlichen. Schaut euch das an, es wird euer Herz berühren. Da können wir ein Modell lernen, was liebevolle Vaterschaft ist, weltweit. Bis zum Abend, bis wenn die Kinder ins Bett gehen. Wunderschön, wunderschöne Möglichkeiten. Schaut euch das an, ihr könnt es im Internet finden. Das ist aber nicht nur eine äußerliche Übung, ein freundliches Gesicht, ja, sondern jetzt wird es ein bisschen schwerer, es geht auch rein. Wir Väter müssen das auch innerlich üben, innerliches freundliches Verhalten. 1. Korinther 13 wird die Liebe beschrieben und sie wird gesagt, sie ist langmütig, gütig, lässt sich nicht erbittern. Das wird jetzt schwer, freundlich zu sein. Ja? Nehmen wir mal an, ich habe ein Schreibaby. Nicht alle Babys sind gleich und das Baby schreit die ganze Nacht, ich muss arbeiten. Das ist sehr schwer. Oder es kommt die Trotzphase, bei manchen schon mit 18 Monaten. Wie reagiere ich als Vater? Es war nicht immer leicht. Später will es zum Beispiel, es will nicht in die Schule, das Kind. Wie reagiere ich? Werde ich freundlich bleiben? Pubertät, das wird rebellisch oder geht ganz andere Wege, die mir nicht gefallen. Wie werde ich reagieren? Werde ich nach wie vor freundlich bleiben? Das ist schwer. Das ist schwer, wenn das Kind nicht mehr macht, was ich mir wünsche, freundlich zu bleiben. Aber Freundlichkeit ist einer der wichtigsten Bausteine für eine gesunde Persönlichkeit. Wie entsteht ein gesundes Selbstwertgefühl bei den Kindern? Habt ihr euch das mal gefragt und durchdacht? Wahrscheinlich schon als Eltern. Nach meiner Überzeugung gibt es 2 Grundbausteine. Der erste ist bedingungslose Liebe und Annahme. Das ist das Fundament. Und das zweite, das draufgebaut wird, ist leistungsbezogene Anerkennung. Aber die bedingungslose Liebe, das ist das, was das Kind bekommt, ohne dass es etwas tut. Ein Baby bekommt es mit Sicherheit, aber später. Das ist das Fundament. Wenn es ohne Leistung geliebt wird, wie zeigen wir das? Indem wir freundlich sind. Indem ich morgen schon freundlich bin und mich freue, dich zu sehen. Freue mich. Schön. Indem ich ausstrahle, schön, dass du da bist, auch wenn du gar nichts getan hast. Das ist die Atmosphäre, die Freundlichkeit des Herrn. Das ist die Atmosphäre. Zuneigung zeigen, Aufnahme. Freundlichkeit, das könnt ihr in dem Film wunderbar sehen, wie das praktisch aussieht bei manchen Vätern, die vorbildlich sind, die uns das zeigen können, so dass es unser Herz berührt. Aber es gibt noch etwas, das dieses bedingungslose Liebe aufbaut und das ist freundlich sein, gütig, milde bleiben, wenn die Kinder schlechte Wege gehen. Wenn sie nicht das tun, wenn sie Fehler machen, wenn sie auch bewusst Schlechtes machen, freundlich und gütig zu bleiben. Und jetzt schaut mal unser großes Vorbild an, den himmlischen Vater. Schaut ihn euch an, wie er ist. Mose fragt ihn, ich möchte dich sehen, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ja? Und was zeigt ihm Gott? Was ist das Typischste für Gott? Was möchte ihm von seiner Herrlichkeit zeigen? In 2. Mose 34 lesen wir, wie er an ihm vorbeigeht und ruft barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, reich an Güte. Das ist es. Und das ist da, wo es nicht gut läuft. Er beschreibt sich aus diesem Aspekt, wenn es nicht mehr gut läuft. Wenn wir Strafe verdienen, wenn wir uns zerstören. So ist Gott. Und wie es praktisch sieht, haben wir in Hosea schon eingangs gelesen. In Hosea haben wir gelesen, wie Gott umgeht mit seinem Sohn Israel, der versagt hat. Als Israel jung war, Kapitel 11, gewann ich es lieb. Ja, das gleiche Bild, als es ein Baby war. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Es war nicht gut. Es war nicht gut. Also die ganze Zeit war es nicht gut. Dem Balim opferten sie, den Gottesbildern brachten sie Räucherwerke und ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder in meine Arme. Die Ungehorsamen, die Rebellen. Mit menschlichen Tauen
zog ich sie mit Seilen der Liebe und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihre Kinnbacken anheben. Und sanft gab ich ihm zu essen, sie waren aber nicht gut. Und er versucht, sie mit diesen Seilen der Liebe zu gewinnen, Vers 7. Aber mein Volk bleibt verstrickt in der Abkehr von mir. Und ruft man es nach oben, bringt es nun doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Alles hat, als hätte es nichts gebracht. Als hätte es nichts gebracht. Und jetzt schaut mal, er kann sie nicht mehr schützen, weil sie so böse und für Satan gegangen sind. Und trotzdem sagt er in Vers 8, wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich mich preisgeben, wie Adma dich zu ihm gleich machen? Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar regt es von Mitleid. So ist Gott. Das ist eine Offenbarung. Nicht der Endzeit, sondern Gottes Herz. Wie ist Gottes Pulsschlag, wenn wir sogar von ihm gehen? Hier können wir es lesen. Das ist eine der gewaltigsten Offenbarungen des Herzens Gottes. Was in ihm passiert? In dem Schöpfer, in dem großen Gott. Ja, das ist nicht einfach, wenn die Kinder nicht das tun, was wir wollen. Aber jetzt kommt ein zweites, einfacheres Prinzip. Zeig Interesse deinem Kind. Zeig ihm Interesse. Das kann man ganz einfach lernen, liebe Väter. Ich habe es auch gelernt. Manchmal, wenn ich mit Menschen rede, mit Vätern oder Familien oder in einer Familienberatung oder so, dann argumentieren die Väter oft, ich tue meinen Teil, ich versorge, ich gebe die Grundversorgung für meine Familie, ich muss hart arbeiten, ich muss das und jenes und ich mache es. Ja, und ja, damit versuchen sie zu zeigen, wie gut sie alles tun, ja. Und viele Männer nehmen ihre Aufgabe sehr ernst, die Familie zu versorgen. Aber manchmal ist die Frage, wo bleibt die Zeit für die Kinder, auch für die Frau? Aber wo bleibt die Zeit? Besonders wenn sie komplizierter werden, sie entfremden sich von den Kindern. Anstatt die Beziehung, die Herzen weiter auszubauen. Und Gott zeigt uns im Hohen Lied der Liebe, im Neuen Testament, in 1. Korinther 13, 5, einige Prinzipien. Ich greife jetzt aus, wo es steht in Vers 5, die Liebe sucht nicht das ihre, deine Arbeit, deine Hobbys, dein Bereich. Die Liebe sucht das des anderen, der Frau und der Kinder. Dabei angefangen. Ich habe große Männer im Werke Gottes gesehen, die keine Beziehung zu ihren Söhnen und Töchtern hatten. Und ich war traurig. Wie konnte das passieren? Bei Menschen, die so viel für die Kirche gemacht haben. Liebe heißt nicht nur die Grundversorgung oder die Wahrheit zu sagen. Liebe heißt, suche das Thema deiner Kinder. Sei ein liebender Vater. Zeig einfach Interesse. Das ist nicht schwer. Das kann man ganz, ganz einfach lernen. Wie sieht das konkret aus? Manche Väter haben da keine Gaben und haben das nie gelernt von ihrem Vater. Ganz einfach, frag deinen kleinen Sohn, deine kleine Tochter nach ihren Interessen, nach ihren Hobbys. Du musst nichts mal wissen, frag einfach. Lass sie dir zeigen, was sie interessiert und das geht im Anfang ganz leicht. Und so bis zur Pubertät ist nicht schwer, nachher kann es schwieriger werden. Nachher muss man suchen manchmal, wie man den Weg findet, aber es geht auch, meistens. 99% der Fälle, würde ich sagen. Zweifle ich nicht daran. Schaut mal, wenn ich als Pastor gearbeitet habe, ich habe irgendwann gelernt, wie ich ganz schnell die Kinder erreiche. Wenn ich nachmittags zur Familie gehe und esse und nicht nur mit den Erwachsenen theologisiere, sondern zu den Kindern sage, zeig mir mal dein Kinderzimmer. Ist egal, wenn es nicht aufgeräumt ist. Aber mich interessiert, mit was spielst du? Versteht ihr, zeigt Interesse. Manchmal haben sich die Eltern gewundert, wie geht der jetzt hier auf die Knie und spielt Lego mit ihnen oder was? Oder Autos. Versteht ihr, so erreicht ihr die Kinder. Ja, ich kann mich auch zurückversetzen, ich war ja auch ein Kind. Fällt mir nicht schwer. Ja? Fragt, ihr müsst nichts machen. Fragt die Kinder, was sie gerne spielen, ihr werdet sehen, wie sie beginnen zu erzählen. Das ist gar kein Problem. Die meisten Kinder erzählen gerne, was sie gerne tun. Schaut mal, was unsere Prophetin uns hier gesagt hat. Die meisten Väter lassen einzigartige Gelegenheit ungenutzt verstreichen, das Herz ihrer Kinder zu gewinnen. Auch sie versucht uns das einfacher zu zeigen. Dabei wäre die Beschäftigung mit den Kindern auch für den Vater ein guter Ausgleich, wenn er abends heimkommt. Mich entspannt es, wenn ich mit Kindern spiele. Das ist auch was Schönes, wenn man das ein bisschen gelernt hat.
Wie einsichtig sind Väter, die ihre falsche Würde ablegen und den Kindern etwas von ihrer Freizeit widmen und sich ihrer kleinen Kümmernisse annehmen. Der Einfluss auf ihr Gemüt ist nachhaltig. Solche Kinder hängen in Liebe an ihrem Vater und bitten ihn gern um den Rat. Wenn ich spiele mit ihnen, wenn ich sie frage, auch nach ihren Nöten, und nicht gleich nur immer mit Ratschlägen, was sie tun und was sie lassen sollen, sondern freundlich werde mit ihnen. Interesse, echtes Interesse zeige, sie werden mich nachher fragen nach Rat. Ja, weil ich ihr Ratgeber geworden ist, den sie schätzen. 99% der Kinder, würde ich aus meiner Erfahrung sagen, sind bis zur Pubertät leicht erreichbar, wenn wir diese Prinzipien anwenden. Wenn wir sie fragen, wenn wir mit echtem Interesse in ihre Welt eintauchen, was ihnen Spaß macht, ihre Spielsachen uns anschauen, sie kennen, mal spielen mit ihnen. Wenn wir ihre Freunde, wenn sie uns über ihre Freunde, über ihre Bücher, ihre Musik, auch Schlechtes, was uns nicht gefällt. Wir dürfen nicht immer den Modus haben, immer alles zu korrigieren. Der muss auch da sein, der hat seine Zeit. Aber ich halte es aus. Ich möchte hören, was mein Kind beschäftigt, auch wenn es schlecht ist. Und liebe Geschwister, ich habe es manchmal erlebt in öffentlichen Vorträgen, wenn ich über Medien gesprochen habe und dann kommen manche Eltern zu mir und sagen mir, Herr Godina, mein Kind ist aber 12 Jahre und spielt Computerspiele und wenn ich es wegnehme, wird es aggressiv. Und dann frage ich, welches Spiel spielt es? Weiß ich nicht. Was? Sie wissen nicht, welches Spiel dein Kind spielt? Ich mag es schlecht sein, aber wenn du nicht reden kannst mit deinem Kind, was es fasziniert, du musst doch nicht spielen, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Aber gehe zu deinem Jungen, sind oft Jungs und Mädchen in Social Media und frag ihn, was fasziniert? Ich kann es nicht verstehen, erklär es mir. Und werte nicht. Nicht in dem Zeitpunkt. Lass es dir erklären, was das Kind so fasziniert. Und wenn es Brutalität ist, vielleicht wirst du irgendwo erkennen, dass dem Kind etwas fehlt, was von dir gegeben werden sollte. Aber dazu noch später. Frag die Kinder. Habt Interesse für die Kinder. Lasst es euch erzählen. Schaut mal, warum hat Jesus die Menschen so erreicht wie kein anderer? Warum? Was war der Grund? Jesus hat die Menschen, wurde so geliebt, weil er sie kannte, weil er persönliches Interesse hatte, auch für die Einzelnen und für verschiedene Gruppen, die abgestoßen waren. Er hatte Interesse und er kannte sie. Eines Tages sieht er einen kleinen Mann, der bestimmt Minderwertigkeitsgefühle möglicherweise hatte und gehasst war von den Juden und sagte, Zachäus, ich muss heute in dein Haus kommen. Wow. Nicht komm du in mein Haus, Psalm 27, und freu dich an mir und werde fromm. Ich muss in dein Haus kommen. Ich möchte in deine Lebenswelt. Ich möchte dich kennenlernen. Wo lebst du? Was sind deine Werte? Was interessiert dich? Ich möchte dich kennenlernen. Das hat ihn gewonnen. Und dann war er bekehrt. Versteht ihr, jetzt möchte ich zu dir gehören. Du bist so wunderbar, du wolltest in mein Haus kommen. Liebe Väter, ihr müsst immer wieder in das Haus eurer Söhne kommen und Töchter. Ihr müsst sie in ihre Lebenswelt, nicht nur in eure Lebenswelt sie rein motivieren. Geht in ihre rein, lernt sie kennen auf ihrer Ebene. Lernt eure Kinder kennen, wenn ihr sie nicht kennt. Drittens, sorge für Anerkennung deines Sohnes und deiner Tochter. Jeder Mensch benötigt Anerkennung, das ist ein Grundbedürfnis. Wir brauchen die bedingungslose Anerkennung, von der wir gesprochen haben, aber wir brauchen auch die Anerkennung anhand unserer Leistung, was wir leisten und nicht leisten. Gott wollte uns nicht gleich schaffen, sondern jeder sollte von uns anders sein. Jeder ist ein Individuum. Erstens. Der Schlüssel, liebe Väter und liebe Mütter, ist herauszufinden, was ist die Gabe, die Besonderheit meines Kindes. Was ist seine Gabe? Und bitte vergleicht sie nicht mit ihren Geschwistern. Vergleicht sie auch nicht mit anderen Kindern. Vergleicht sie auch nicht mit euch selbst. Das passiert auch oft. Ja, du bist nicht wie ich, passt nicht. Haben wir Stress. Du bist eine ganz andere Persönlichkeit. Vergleicht sie nicht. Versucht sie individuell. Das muss für jeden von uns die Aufgabe sein. Was ist das Besondere an meinem Kind? Was ist das Besondere? Was ist das besondere Gabe, die mein Kind hat? Jesus sagt, jeder Mensch hat mindestens ein Talent bekommen.
Jeder Mensch. Was ist es? Und was ist die besondere Schwäche auch meines Kindes? Was kann es nicht gut? Wo kann ich es schützen? Wo kann ich es unterstützen? Ja? Jeder braucht das Gefühl, irgendetwas ganz gut zu können. Deswegen gibt es diese Sendungen, Topmodel und Supertalent und so weiter, wie sie alle heißen. Die Kinder wollen Anerkennung. Jeder braucht das. Und wenn ich es nicht zu Hause bekomme, werde ich irgendwo anders es suchen. Und dann kommen die Medien, die Marktschreier und sagen uns, ja, es gibt hier nur ein paar, die haben Supertalent. Jeder hat etwas. Das müssen wir nur rausfinden. Und jeder hat seine Grenzen. Zweitens, unsere Kinder benötigen ein individuell zugeschnittenes Anreiz- und Belohnungssystem. Wie fördere ich sein Talent? Wie kann ich es coachen? Wie kann ich mit den Schattenseiten umgehen? Wie kann ich es jetzt belohnen? Das hast du toll gemacht. Das ist gut, weiter so. Und da können wir noch dann arbeiten. Was macht Gott in der Offenbarung? Wir lesen sie meistens nur theologisch, aber Theologie ist auch Psychologie. Wie geht Gott vor in Kapitel 3 und 4? Das sehe ich an euch. Sehr gut, schön, gefällt mir. Wie ein Coach. Und das hier muss noch korrigiert werden. Erst das Gute und dann die Korrektur. Das ist das Prinzip. Das ist so wichtig, dass unsere Kinder ein Coaching bekommen, wie sie mit ihren Gaben umgehen, wie sie gefördert werden, mit ihren Einzigartigen und wie sie mit den Schwächen umgehen. Sie brauchen einen Anreiz, ein Punktesystem, ja, in einer gewissen Art, wo ich sie liebevoll fördere. Und dann erkenne ich sie, wenn ich sie punkte. Sie brauchen immer wieder Anerkennung. Gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Das ist so wichtig, dass sogar Jesus das benötigt hatte als Mensch, liebe Geschwister. Bei seiner Taufe, vor Beginn der öffentlichen Wirkung, wo er jetzt in die Öffentlichkeit kommt und der Vater wusste, was das sein wird. Das wird nicht nur Freude bringen, das wird Gegenwind werden. Man wird stark ihn verfolgen, er musste stark gemacht werden. Wie hat ihn der Vater stark gemacht? Das ist nicht nur eine missions- und theologische Aussage, das ist eine pädagogisch-psychologische Aussage. Im Anfang, bei der Taufe, bekennt der Vater Jesus in Matthäus 3, Vers 17, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Habt ihr das euren Söhnen gesagt? Habt ihr das jemals euren Söhnen gesagt? Gott macht das öfter mit Jesus. Dies ist mein geliebter Sohn. Habt ihr es mit den Töchtern gemacht? Dies ist meine geliebte Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Wo ihr ausdrückt, ich bin stolz. Ich habe wohlgefallen, du gefällst mir. Habt ihr das getan? Das, liebe Geschwister, war sehr wichtig, weil kurz drauf, einige Wochen drauf, ist Jesus in der Wüste gewesen, wurde versucht. Wo hat den Satan versucht? Was war der Punkt der Versuchung? Wenn du Sohn Gottes bist, genau da greift er an. Der möchte das in Zweifel bringen, dass wir anerkannt sind von unseren Vätern, von unseren Müttern. Das möchte er zerstören. Und da sagt er, dann mach das. Und er zweifelt, er möchte die ganze Zeit ihn anzweifeln, ob er wirklich Sohn ist. Gott hat ihm die Anerkennung gegeben. Liebe Geschwister, merkt ihr das Gegenüber? Merkt ihr diese zwei Pole, bin ich ein geliebter Sohn, ein geliebtes Kind, auf das mein Vater stolz ist, meine Mutter? Wenn ich das nicht habe, werde ich fallen in der Versuchung. Der Satan versucht mir alles zu geben und mich kaputt zu machen. Ich gebe dir die ganzen Reiche. Ich gebe dir alle Vergnügungen der Welt. Da kannst du es kompensieren, wenn du es nicht hast. Jesus hat es bekommen. Und das war nicht genug. In Matthäus 17 lesen wir dann, das war schon näher an seine Kreuzung, dass der Vater es nochmal macht. Und jetzt gibt er noch einen Vorgeschmack des Himmels. Sein Körper wird verwandelt und es kommt nochmal die Stimme. Und er bekennt es vor seinen Freunden und vor Elia und Mose. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wieder. Versteht ihr? Das muss öfters öffentlich bekannt. Im Persönlichen noch mehr. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe so oft in der Seelsorge mit schweren seelischen Problemen gesehen bei Menschen. Es geht bei vielen um Anerkennung. Sie haben nie die Anerkennung bekommen, die sie gebraucht hätten, um gesund zu werden, um nicht in die Computerspiele zu fallen als Beispiel. Wisst ihr, was eine der führenden Theorien ist, warum manche dann süchtig werden? Weil sie dort ein klares Werte-, Anreiz- und Belohnungssystem haben. Ich schaffe etwas und ich bekomme Punkte. Ich schaffe etwas und ich gehe im Level höher. Bekomme Anerkennung. Liebe Geschwister, vor der Kreuzung bekommt Jesus noch einmal
die Bestätigung, die öffentliche, dies ist mein geliebter Sohn. Und das hat ihm Kraft gegeben, diesen schwierigsten Weg durchzuhalten. So wurde die Menschheit erlöst. Der Vater ist mitverantwortlich, dass die Menschheit durch Jesus Christus erlöst wurde. Der hat so mit ihm gearbeitet, mit Jesus als ein Menschensohn. So wurde die ganze Menschheit erlöst. Ich möchte euch zum Ende jetzt fragen, seid ihr bereit, liebe Väter? Seid ihr bereit, diese biblischen Schritte zu üben? Diese einfachen und ein bisschen schwierigen Schritte. Sie wirken Wunder. Das sind göttliche Tipps, das habe ich mir nicht ausgedacht. Es ist Gottes Vorbild. So arbeitet Gott mit uns Menschen. Es ist nicht hoffnungslos, wenn wir bisher alles falsch gemacht haben oder vieles falsch. Gott kann Herzen heilen. Er hat eine wunderbare Endzeitbotschaft für sein Volk, für seine Gemeinde. Ich habe vor einigen Jahren auch einiges falsch gemacht. Ich habe so viel für die Kirche gearbeitet, dass ich meine Tochter vernachlässigt habe. Etwas vernachlässigt, nicht ganz, aber schon zu viel, viel zu viel. Aber ich konnte sie auch um Vergebung bitten, als ich es erkannt habe. Und sie hat mir vergeben. Und wir konnten wieder aufbauen und wir haben eine super schöne Beziehung. Man kann Fehler machen, man kann fallen, sogar mit geistlichen Dingen, aber man kann auch aufstehen und um Vergebung bitten. Liebe Kinder, liebe Jugendlichen, liebe Söhne und Töchter, die ihr vielleicht zu wenig bekommen habt, seid ihr bereit, euren Vätern zu vergeben, ihnen eine zweite Chance zu geben? Vielleicht sind einige von euch richtig auch getrennt, alleine gelassen. Ich kann euch sagen, die gute Botschaft, Jesus versteht euch. Er ist auch alleine gelassen worden. Nicht, weil er es wollte, der himmlische Vater, er musste. Er musste alleine die Sünde tragen. Das war der Deal. Das war die Aufgabe. Als er vor 1900 Jahren am Kreuz von Golgatha schrie, Vater, warum hast du mich verlassen? Das war wahrscheinlich der größte Schrei, den das Universum jemals gehört hatte. Er kann euch verstehen, wenn ihr euch alleine fühlt. Aber auch der Vater. Der Vater kann euch trösten, der himmlische, der richtige Vater. Wir sind nur Mietlinge, wir sind nur Haushalter. Der richtige Vater, der euch geschaffen hat, der hört euch und der kann euch trösten, der darf euch trösten. Liebe Väter, Gott hat was vor mit uns in der Endzeit. Liebe Kinder, liebe Jugendlichen, liebe Schüler und Schülerinnen hier, Gott hat etwas Wunderbares mit uns Vätern vor und auch mit den Müttern. Lasst euch ein. Man kann über die Endzeit reden und spekulieren oder viel Wissen haben, richtiges biblisches Wissen, aber man kann unzugerüstet bleiben in der Praxis. Es war ein einschneidendes Erlebnis, als ich diese Predigt über den liebenden Vater hier in Bogenhofen am 7. November halten wollte. Und am Freitagnachmittag, kurz vor Sabbat, als ich sie nochmal gelesen habe und mich gefreut habe, morgen früh, also am 7. November sollte ich sie halten, bekomme ich einen Anruf, einen schlimmen Anruf. Meine Tochter hat gerade einen schweren Reiterunfall gehabt und ist verletzt und ich wusste nicht wie. Es war ein Schock. Zu diesem Zeitpunkt, einige Minuten, wusste ich weder, ob sie lebensgefährlich verletzt ist, ob sie im Rollstuhl sein wird oder ob sie leicht verletzt ist. Bis ich im Rettungswagen, bis wir beide, meine Frau und ich, ihre Stimme im Rettungswagen hören konnten. Sie hat ein bisschen träumerisch geredet, aber wir wussten, es ist wahrscheinlich nur eine schwere Gehirnerschütterung und Prellungen. Und an diesem Abend ist mir eine sehr einzigartige Frage in den Kopf gekommen, entstanden, eine Wahl. Werde ich morgen über das wichtige Thema eines liebevollen Vaters hier reden oder werde ich ein liebevoller Vater sein und zu meiner Tochter fahren, die sich gesehnt hat nach den Eltern? Liebe Väter, liebe Mütter, lass uns nicht reden so viel über die Liebe. Doch, lass uns reden, aber nicht nur reden. Lass uns tun. Lass uns zubereiten mit unseren Kindern. Gott möchte ein wunderbares Volk hier haben, das ein Licht sein wird in dieser Gesellschaft, die kaputt geht. Gott möchte uns zurüsten. Und ich wünsche euch Gottes Segen und viel Mut, dass wir diesen Endzeitweg gemeinsam gehen, den sich der Herr sehr wünscht von uns. Amen.